So, 17.01 Uhr, herzlich willkommen zum heutigen Lernen Digital Impuls des Kompetenzverbund Lernen Digital. Schön, dass so viele wieder ihren Weg hierher gefunden haben. Wir bewegen uns heute weiter durch unseren kleinen inoffiziellen KI-Herbst. Heute geht es um das Thema Schreiben mit KI. Dazu sage ich gleich noch ein paar Dinge. Mein Name ist Philipp Seufert, ich arbeite beim Forum Bildung Digitalisierung. Wir sind in der Transferstelle des Kompetenzverbund Lernen Digital, unter anderem in der Wissenschaftskommunikation und der Gestaltung von Transferformaten tätig. Für alle, die heute das erste Mal bei unseren Lernen Digital Impulsen dabei sind, sage ich noch einmal kurz, worum es hier eigentlich geht. Wir wollen erstens einen Input von den vielen ExpertInnen aus Wissenschaft und Schulpraxis einholen und zweitens eigentlich, deswegen heißt es so, Impulse mitgeben, wie digitale Medien im Unterricht gut eingesetzt werden können. Bevor ich jetzt noch unsere heutigen Gästinnen vorstelle, zwei kurze Hinweise. Erstens, man hat es, glaube ich, gehört, wenn man beitritt, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und zweitens freuen wir uns sehr über Fragen an unsere heutigen ExpertInnen, entweder während des Impuls einfach im Chat oder nach dem Impuls kann man sich auch gerne per Wortmeldung dazu melden, dann einfach Handzeichenfunktion, dann sehe ich das. Und ansonsten, man weiß das eigentlich schon, aber bitte für diese Zeit stumm schalten und dann kommen wir ja alle irgendwie gut und ungestört durch. So, jetzt freue ich mich aber, unsere heutigen ExpertInnen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alissa Kutzner und Nicole Wahl. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Bergischen Universität Wuppertal und zwar im Bereich Germanistik und Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Da wir nur 30 Minuten Zeit haben, fasse ich mich jetzt bei euch weiter kurz und übergebe jetzt direkt an Alissa Kutzner und Nicole Wahl. Freue mich auf euren Impuls zum Thema Schreiben mit KI. Ganz viel Spaß. Ja, vielen, vielen Dank und herzlichen Dank auch im Namen von Alissa für die Einladung und ja, die herzliche Vorstellung zu unserem Impulsvortrag. Es freut uns sehr, heute über das Thema Schreiben und KI zu sprechen. Und ja, zunächst möchte ich mit unserem Vortrag auf das Potenzial von KI im Zusammenhang mit dem Schreiben eingehen. Vielleicht, Alissa, kannst du einmal genau auf den Zusammenhang mit dem Schreiben eingehen und wie dieses die Chance bietet, das schulische Lernen und vor allem das schulische Schreiben zu transformieren. Im zweiten Teil widmen wir uns dann dem eigentlichen Schreiben mit KI und Alissa wird den Schreibprozess in Verbindung mit KI erläutern und darauf eingehen, wie KI-Tools beim Schreiben unterstützen können und Anwendungsbeispiele aus der Praxis präsentieren. Im Anschluss freuen wir uns dann auf den Austausch mit euch. Ja, wie wird KI denn eigentlich derzeit in der Schule eingesetzt? Auf dieser Folie sehen wir jetzt aktuelle Zahlen aus der Vodafone-Stiftung, die sich mit der Nutzung von KI-Systemen in der Schule bzw. im Unterricht beschäftigt hat. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Schreiben mit künstlicher Intelligenz bereits Einzug in die Schulen gehalten hat. Die für den heutigen Vortrag wichtigsten Zahlen habe ich hier mal festgehalten. Und schaut man sich die Grafik an, so sieht man, dass 74% der Jugendlichen bereits KI-Anwendungen nutzen, hauptsächlich aus eigener Initiative für private und/oder schulische Zwecke. Allerdings verwenden nur 31% KI mehrmals pro Woche für schulische Zwecke und lediglich 8% nutzen sie täglich für den Unterricht. Interessant fand ich auch, 86% der Befragten glauben, dass KI in wenigen Jahren genauso alltäglich sein wird wie Smartphones. Und 73% der Jugendlichen betrachten den Einsatz von KI im Unterricht als Chance, während sie gleichzeitig ein starkes Interesse an der Sensibilisierung für mögliche Gefahren zeigen. Im Bereich der textgenerierenden KI sind es die Anwendungen ChatGPT, wie man hier jetzt rechts in der Grafik sieht, Google Lens und DeepL, die besonders beliebt sind bei Jugendlichen. Die Studie verdeutlicht somit auch, dass KI im Bildungsbereich längst keine Zukunftsvision mehr ist, sondern bereits Teil des aktuellen Lernens und Lehrens. Ein signifikanter Anteil von Schülerinnen und Lehrkräften nutzen KI-basierte Anwendungen im schulischen Alltag. Zahlen bestätigen zudem, dass die Integration von KI-Tools im Unterricht, die ja alle textgenerierend sind, die hier aufgeführt sind, insbesondere für den Schreibprozess zunehmend eine zentrale Rolle spielen und in den Fokus zu nehmen sind. In Bezug auf das Schreiben, sei es jetzt zu Ideengenerierung, zur Unterstützung beim Schreiben oder zu Textüberarbeiter. Dabei ist es meiner Meinung nach besonders wichtig, KI jetzt nicht nur zum Selbstzweck zu verwenden, sondern neue Lehr-Lern-Settings zu schaffen, von denen alle Lernenden in Bezug auf das Schreiben profitieren. Man kann es beispielsweise dafür nutzen, Schreibblockaden zu überwinden, Texte zu strukturieren oder kreative Ansätze zu finden.
Die Rolle der KI ist dabei vielfältig und sollte nicht nur als Ghostwriter, wie beispielsweise Steinhoff es definiert, genutzt werden, sondern eher als Writing-Partner oder Writing-Tutor eingesetzt werden. Auf dieser Folie möchte ich einen kurzen Überblick darüber geben, was die gängigsten KI-Systeme für das Schreiben sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Systemen, die für das Produzieren von Texten verwendet werden können. Die folgende Liste stammt aus meinem Seminar zum Thema Deutschunterricht in der digitalen Welt und besitzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sind die gängigsten Systeme, die die Studis genannt haben und entweder selbst zum Schreiben verwenden oder solche, die sie mit SchülerInnen verwendet haben, zum Beispiel im Rahmen des Seminars. Es gibt dann mittlerweile natürlich auch die Vielzahl von Anwendungen, die unterschiedliche Funktionen des Schreibens abdecken, von der reinen Textgenerierung bis hin zur grammatikalischen Überprüfung. Systeme eröffnen den Nutzern vielfältige Möglichkeiten zur grundlegenden Neugestaltung des Schreibprozesses. Einige der Systeme bzw. Tools sind bereits auf die Bedürfnisse von SchülerInnen und Lehrkräften zugeschnitten, wie zum Beispiel Phobis-Tools. Und es scheint plausibel davon auszugehen, dass durch die zukünftige Entwicklung noch mehr stufenspezifische bzw. fachspezifische Systeme entstehen werden. Zum Beispiel, dass diese in LMS integriert werden, wie sowas wie Logineo gibt es jetzt auch mit KI oder solche Dinge. Zudem haben erste Verlege Bots und Tutorsysteme entwickelt, wie zum Beispiel Klett mit dem Lautlesetutor oder Cornelsen mit seinem Chatbot Kim, um nur zwei deutsche Schulbuchverlege als Anbieter zu nennen. Wenn wir nun auf die rechte Seite schauen, sehen wir Bereiche für den Einsatz beim Schreiben. Denn bei der Erprobung in den Schulen durch meine Studis und der anschließenden Reflexion stellte sich heraus, dass es doch gewisse Systempräferenzen zu geben scheint. Bestimmte Systeme können aus verschiedenen Gründen präferiert werden. Einige bevorzugen die Usability und die Zugänglichkeit bestimmter Systeme. Den meisten geht es aber darum, dass sie das Outcome gewisser Tools bevorzugen. Oder sie prüfen vielleicht auch schon vorher, welches Tool für die Schüler in der jeweiligen Jahrgangsstufe am besten anwendbar ist. So wurde von meinen Studis Copilot und Phobis-Tools als besonders gut geeignet für das kreative Schreiben eingesetzt. Das bedeutet, beim gleichen Prompt in beiden Systemen fielen die beiden gut auf. Die Spitzenreiter für die Textüberarbeitung sind wenig überraschend DeepLWrite und Grammarly. Hingegen werden zum reinen Verfassen von Texten bzw. Textteilen, sowas wie schreibe mir eine Einleitung, also einen Schluss oder ähnliches, sind ChatGPT, Gemini und Perplexity bevorzugte Systeme. Praktisch ist es aber so, dass ich häufig, wie Joshua Falk bereits ja beim letzten Impulsbeitrag berichtete, die Präferenzen immer wieder ändern, zum Beispiel durch die neuesten Entwicklungen und Updates oder aber durch Neuentwicklung. Nun gebe ich das Wort aber gerne an Alissa weiter. Bist du noch auf Stumm, Alissa? So, jetzt, mein Gott, der ganze Bildschirm war durcheinander. Einmal muss ich die Präsentation neu starten. So, jetzt aber vielen Dank, Nicole. Auf den folgenden Folien schauen wir uns nur an, wie der Schreibprozess mit ChatGPT aussehen kann, inklusive Anwendungsbeispielen, wie ChatGPT beim Schreiben unterstützen kann. Und außerdem stellen wir einige Beispiele aus der Praxis vor. Die KI, die hier zum Einsatz kommt, ist hauptsächlich ChatGPT, was beispielsweise über Phobis den Schulen datenschutzkonform bereitgestellt werden kann. Dass ChatGPT vollständige Texte generieren kann, wissen die meisten hier vermutlich oder haben es sogar das ein oder andere Mal schon selbst ausprobiert. Hier haben wir zum Beispiel einmal probeweise das erste Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen zusammenfassen lassen.
Der gesamte Schreibprozess wird also von ChatGPT übernommen, bis auf den Prompt hier in hellblau hervorgehoben, den wir selber drücken mussten. Wie kann jetzt aber ChatGPT als Unterstützung beim Schreiben genutzt werden, ohne den gesamten Schreibprozess auszulagern? Schauen wir uns zunächst einmal den Schreibprozess an. Ganz vereinfacht und heruntergebrochen besteht der Schreibprozess aus drei Phasen, einer Planungs-, Schreib- und Überarbeitungsphase. Wir haben hier jetzt bewusst keins der etablierten Modelle zum Schreibprozess dargestellt, da wir Ihnen nicht zeigen wollten, wie ein Schreibprozess in Einzelteilen modelliert werden kann. Wir wollten einfach nur verdeutlichen, dass es eben ganz grob drei Phasen gibt, in denen dann ChatGPT auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden kann. Fangen wir an mit der Planungsphase. Hier kann ChatGPT zum Beispiel als Planungshilfe dienen, indem beispielsweise Verständnisfragen des Ausgangstextes geklärt werden. Zum Beispiel kann es hier eingesetzt werden, um Bedeutungen von Wörtern herauszufinden mit Prompts wie was bedeutet XY? Wenn wir wieder ein Beispiel aus Harry Potter nehmen, können wir zum Beispiel fragen, was bedeutet Muggel? Das haben wir hier auch einmal ausprobiert und ChatGPT antwortete, ein Muggel ist ein ganz normaler Mensch ohne magische Kräfte und so weiter. Man kann sich natürlich auch etwas übersetzen lassen, was beispielsweise für den DATS- oder Fremdsprachenbereich dann relevant ist. Beispielsweise mit Prompts wie, was heißt XY auf Deutsch, Englisch und so weiter. Bleiben wir beim Beispiel aus Harry Potter, können wir beispielsweise fragen, was heißt Zauberstab auf XY. Auf der anderen Seite können wir uns auch einen Schreibplan erstellen lassen. Zum Beispiel mit einem Prompt wie, erstelle mir einen Schreibplan, um eine Inhaltsangabe für ein Kapitel eines Romans zu schreiben. Was dabei herauskommt, haben wir hier auch einmal mitgebracht. Es wird also erklärt, dass es etwas wie eine Einleitung, einen Hauptteil und Schluss gibt und was für die jeweiligen Abschnitte relevant ist. Beispielsweise, dass in der Einleitung etwas wie ein Einleitungssatz stehen muss, im Hauptteil die wichtigsten Ereignisse aufgezählt werden müssen und im Schluss ein Ausblick auf die folgenden Kapitel gewährt werden kann. Außerdem gibt es noch unten Schreibtipps, beispielsweise, dass im Präsens geschrieben werden soll und so weiter. So viel zur Planungsphase. Nun zur Schreibphase. In der Schreibphase kann ChatGPT als Formulierungshilfe dienen und zum Beispiel Textbausteine bereitstellen. Beispielsweise mit einem Prompt wie nenne mir Textbausteine, um eine Inhaltsangabe für ein Kapitel eines Romans zu schreiben. Ein Beispiel dafür haben wir auch hier einmal mitgebracht. Auch hier wird wieder in die Textabschnitte Einleitung, Hauptteil und Schluss eingeteilt und jeweils passende Textbausteine vorgeschlagen. Ich lasse es mal kurz vergrößert, damit das kurz überflogen werden kann. Neben Textbausteinen kann man sich zum Beispiel auch Synonyme vorschlagen lassen. Beispielsweise mit Hilfe von Prompts wie nenne mir andere Wörter oder Synonyme für XY. Wenn wir wieder ein Beispiel aus Harry Potter nehmen, können wir zum Beispiel sagen, nenne mir andere Wörter für Zauberer. Das haben wir einmal ausprobiert und ChatGPT hat die Wörter Magier, Hexenmeister, Magus und so weiter vorgeschlagen. So viel zur Schreibphase. Nun zur Überarbeitungsphase. In der Überarbeitungsphase kann ChatGPT als Überarbeitungshilfe dienen und zum Beispiel einen Überarbeitungsplan erstellen. Beispielsweise mit einem Prompt wie, erstelle mir einen Überarbeitungsplan, um eine Inhaltsangabe für ein Kapitel eines Romans zu überarbeiten. Ein Beispiel dafür haben wir auch hier einmal mitgebracht. Hier wird also zwischen Inhalt, Struktur, Sprache, Rechtschreibung und Grammatik, Lesefluss und optional sogar noch Feedback differenziert. Es wird also eine Überarbeitung angeleitet, die nicht nur auf Wort- und Satzebene fokussiert, sondern auch die tiefere Textebene mit einbezieht. Also werden sowohl die Lower Order als auch die Higher Order Concerns des Schreibens adressiert. Neben einem Überarbeitungsplan kann man mit ChatGPT natürlich auch Grammatik- und Rechtschreibprüfungen übernehmen lassen. Beispielsweise mit einem Prompt wie, ist der folgende Satz korrekt? Wenn wir wieder ein Beispiel aus Harry Potter verwenden, könnte beispielsweise gefragt werden, ist der folgende Satz korrekt? Harry Potter ist ein junger Zauberer, der bei seinen Verwandten aufwächst. Hier sind offensichtlich zwei Fehler im Satz. Gibt man das jetzt bei ChatGPT ein, erkennt es sofort diese zwei Fehler und verbessert sie, wie man hier sehen kann. Damit haben wir nun auch die Überarbeitungsphase abgeschlossen. Und insgesamt jetzt zu allen drei Phasen des Schreibprozesses Anwendungsbeispiele bzw. Prompts angeschaut. Gehen wir über zu einem Beispiel aus der Praxis und schauen uns eine kleine Erhebung an, die meine Promotionsbetreuerin und ich vor ein paar Wochen durchgeführt haben. Es fand in einer vierten Klasse mit 24 SchülerInnen statt, die kollaborativ zu zweit ein Märchen schreiben sollten und hierbei ChatGPT als Schreibpartner eingesetzt haben, der also keine vollständigen Texte generieren, sondern beim Schreiben des eigenen Textes assistieren sollte.
ChatGPT wurde beispielsweise genutzt, um Ideen für Haupt- und Nebenfiguren, Handlungsorte und Überschriften zu sammeln. Hier haben wir jetzt gleich ein Pärchen, das eine Überschrift für ein Märchen gesucht hat. Die beiden wollten es aber gleich richtig wissen und haben versucht, die Grenzen auszutesten, indem sie gepromptet haben, nenne mir 5.999 Überschriften für Märchen. Das hat ChatGPT abgeblockt und gesagt, es sind wirklich sehr, sehr viele, hat aber trotzdem 10 vorgestellt, zum Beispiel der verzauberte Wald, die mutige Prinzessin, der geheimnisvolle Drache und so weiter. Als nächstes haben wir ein weiteres Pärchen, das ChatGPT zur Findung der Figuren verwendet hat und ihre Prompts anfangs allgemeiner und im Laufe des Chats immer fokussierter gestellt hat. Sie haben gestartet mit nenne mir 15 Figuren, woraufhin ChatGPT geometrische Figuren, also wie Kreis, Quadrat und Dreieck nennt. Das war natürlich nicht das, was sie wollten. Daher folgt der nächste Prompt konkreter mit nenne mir 15 Märchenfiguren und ChatGPT nennt Rotkäppchen, Schneewittchen, Dornröschen und so weiter. Das scheint nicht genug gewesen zu sein, denn darauf folgt, und auch jetzt klicke ich ein bisschen schneller durch mit Blick auf die Zeit, nenne mir 35 Märchenfiguren. 35 Figuren, die im Märchen passen können, Könige, Räuber in Saudi-Arabien, 199 Märchenfiguren. Also die beiden wollten sich erstmal einen anständigen Pool an Figuren zusammenstellen, aus dem sie dann später die Figuren, die sie wirklich für ihr Märchen verwenden wollten, ausgesucht haben. So viel dazu. Als letztes ein Text als kleines Beispiel, wie der finale Text ausgesehen hat eines Pärchens. Die beiden haben verschiedene Elemente des Märchens mithilfe von ChatGPT generieren lassen, also sowas wie Haupt- und Nebenfiguren und den Handlungsort. Und aus den Vorschlägen von ChatGPT haben sie sich dann die ausgesucht, die ihnen am meisten gefallen haben und damit eigenständig ein Märchen formuliert. In dem Text finden sich die vorgeschlagenen Elemente wieder, die jetzt nacheinander einmal eingeblendet werden. Wir haben zum Beispiel die Figur Luna, die Mondfee. Wir haben Rufus, den sprechenden Drachen. Als Ort haben wir den verzauberten Wald. Und wir haben noch als Figur Aurelia, die Hüterin der Elemente. ChatGPT ist also hier eindeutig zu einem quasi Co-Autor geworden. Damit haben wir nun auch den Anblick in die Praxis abgeschlossen. Zum Schluss schauen wir uns noch kurz ein Stimmungsbild an, das im Anschluss an diese Praxiserfahrung entstanden ist. Bevor die SchülerInnen nämlich den Raum verlassen haben, baten wir sie, auf ein Plakat Kreuze zu setzen, um ein Stimmungsbild erstellen zu können. 24 SchülerInnen haben teilgenommen, das sind ihre Antworten. Es gibt hier also eindeutige Tendenzen, die zeigen, dass die SchülerInnen die Arbeit mit ChatGPT schätzen und auch in gewisser Weise als Entlastung ansehen. Natürlich muss hier noch der Faktor der sozialen Erwünschtheit berücksichtigt werden. Jedoch sollte dieser kurze Einblick für Ersterkenntnisse genügen. Und nun übernimmt Nicole wieder für den Rest unseres Impulses. Ja, bevor wir zum Austausch kommen, möchten wir noch einmal betonen, wie wichtig es ist, beim Einsatz von KI didaktische Settings so zu planen, dass sie einen zeitgemäßen Unterricht in einer digitalen Welt ermöglichen. Die aktuellen Entwicklungen im KI-Systeme stellen eine Herausforderung dar, bieten andererseits jedoch auch einen bedeutenden Anstoß für die dringend erforderliche Transformation des Bildungssystems. Die digitale Transformation führt uns also zu der Grundsatzfrage, wie wollen wir Lehren und Lernen eigentlich gestalten? So kann es auch beim Planen von Schreibaufgaben mit KI hilfreich sein, sich die Übersicht der Lehrerin und Fortbildnerin Lisa Rosa heranzuziehen. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Anforderungen zeigt sie, dass sich unsere Anforderungen an Schule und Lernen grundlegend von dem unterscheiden, was wir im buchdruckgeprägten Zeitalter praktiziert haben. Schulisches Schreiben sollte in einer digitalen Welt demzufolge auch so geplant und vermittelt werden, dass das Schreiben lernerinnenzentriert, erforschend und ergebnisoffen gestaltet wird. Wenn ich zum Beispiel Unterricht so plane, dass alle meine Schüler in Unterstützung beim Schreiben erfahren, einen Schreibanlass wählen können, der für sie persönlich Sinn macht und dann noch zu jedem eigens produzierten Texten Feedback erhalten, vielleicht sogar auf inhaltlicher wie auch auf formaler und orthografischer Ebene, bewegen wir uns jetzt eher so in dem Bereich, in dem zeitgemäßes Lernen in einer Postdigitalität ermöglicht wird. McGilchrist folgend bezeichnen wir damit postdigital als solche pädagogischen Ansätze, in denen es primär um neue Lehr- und Lernpraktiken geht, Bildungsziele und Vorstellungen von guter Schule in einer digitalen und in einer digitalen vernetzten Welt geht, also digitale Technologien, wie jetzt auch KI-Systeme, sind für diese Praktiken und Ziele notwendig, aber sie sind den pädagogischen Überlegungen immer untergeordnet. Digitalität wird so also zum Hintergrund des Alltags. Sie muss nicht mehr explizit als Digitalisierung thematisiert werden, sondern ist lediglich ein Aspekt eines umfassenden Transformations- und Schulentwicklungsprozesses. Also so ein bisschen der Blick weg vom KI-System
hin zu der Frage, wie kann das schulische Lernen oder heute der Fokus, wie kann schulisches Schreiben in der digitalen Welt gelingen? Dieser Frage könnten wir zum Beispiel jetzt in der jetzt anstehenden Diskussion nachgehen. Außerdem haben wir hier ein paar Fragen für euch formuliert, die wir spannend finden würden zu diskutieren. Wir könnten aber auch ausgehen von Joscha Feigs Modell zu den 5 Dimensionen für den Unterricht für Lernen und KI, was wir denken als bekannt vorauszusetzen ist, den Begriff Lernen aus dem Modell durch Schreiben ersetzen und als Diskussionsgrundlage verwenden. Außerdem möchte ich zum Ende hin nochmal betonen, dass wir einen sehr glorifizierenden Blick auf das Schreiben mit KI geworfen haben. Aufgrund der begrenzten Vortragszeit haben wir die Herausforderungen, die der Einsatz beim Schreiben mit KI mit sich bringt, nicht thematisiert. Gerne könnten wir das aber auch jetzt nachholen. Und damit bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit und sind jetzt sehr gespannt auf den Austausch. Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden für die Expertise und für die Aufbereitung, die vielen Tooltips und die verschiedenen Anwendungsbereiche. Ich finde, man konnte wirklich wahnsinnig viel mitnehmen. Ihr hattet die Fragen schon angeworfen. Genau, lasst sie auch gerne stehen. Ansonsten nochmal die herzliche Aufforderung an den Chat. Das ist jetzt der Moment, wo man sich melden kann, wo man einfach was auch in den Chat tippen kann, wo man sich auch mal dazuschalten kann mit Handzeichen. Ich hoffe, ich habe hier niemanden übersehen oder so. Genau, also gerne einfach die Fragen hier stellen. Ansonsten können wir uns, wie gesagt, auch den Fragen hier, die angeworfen sind, zuwenden. Ich würde jetzt aber einfach mal kurz vielleicht eine halbe Minute aushalten und den Menschen Zeit geben, sich zu sammeln. Manchmal kommt dann doch noch was. Okay, da scheinen wir noch ein bisschen warm zu werden. Was ich mich noch gefragt habe, das war eine Frage, die ich jetzt wirklich im Rahmen eures Vortrags gestellt habe. Ihr hattet ja beispielsweise bei den Märchen und bei den Figuren auch berichtet, dass ihr dann unter anderem die Rollen entwickelt habt, gemeinsam mit den SchülerInnen. Wie viel Prompts gebt ihr denn eigentlich so mit? Also wie sehr leitet ihr das an und inwiefern lasst ihr dann eigentlich eher die SchülerInnen von sich aus erforschen, was funktioniert? Das war jetzt in dieser Erhebung tatsächlich total freigesetzt, weil es wirklich einfach nur mal war, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie Kinder damit arbeiten. Also wirklich möglichst unangeleitet einfach mal schauen, was passiert, wenn man die auf so ein Programm loslässt. Und manche Gruppen haben sich 3 Figuren vorschlagen lassen, mit denen dann direkt geschrieben. Andere haben sich entlange Figurenlisten aufstellen lassen und aus denen dann irgendwann welche ausgesucht. Das war total unterschiedlich. Ich fand es da eben auch ganz nett zu sehen, wie die eigentlich schon mit dem System auch spielen. Ne? Also Alissa hat eben gerade gesagt, sie hat sie da drauf losgelassen und dann dieses Beispiel finde ich so gut, einfach mit diesen 5.999 Überschriften. Also wie im Grunde so eine Annäherung dort auch stattfindet. Ne? Erstmal die Grenzen des Systems testen und dann immer weiter, das haben Alissas Folien dann ja auch ganz gut gezeigt, wie weiter dann, auch das ist mit den geometrischen Figuren, da kamen sie dann erstmal nicht weiter und mussten dann expliziter werden. Das finde ich die Annäherung, die hier stattgefunden hat, die finde ich echt bemerkenswert. Ja, war auf jeden Fall spannend, das auch zu sehen, dass das funktioniert, wenn SchülerInnen von sich aus dann losstiefeln. Eine Frage, die sonst auch noch bei mir aufploppt, ich glaube, ihr reißt das auch selber schon mit der dritten Frage an, nämlich das Thema Textproduktion und quasi Co-Autorenschaft von KI. Inwiefern muss man vielleicht auch schon diesen bewussten Umgang sehr explizit fördern und vielleicht auch schon von Anfang an darin schulen, da ethisch und verantwortungsvoll mit umzugehen? Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Wird das gleich mitgedacht? Wie sah das aus bei euch? Ich würde fast sagen, man kann gar nicht früh genug damit starten. Wir waren jetzt in der 4. Klasse
Und auch die hatten schon privat von ChatGPT und anderen KIs gehört. Also es ist einfach ein Fakt, dass es in ihrer Realität Wichtigkeit besitzt. Deswegen muss man schon früh, glaube ich, Bewusstheit oder Bewusstsein dafür schaffen, was eben auch Gefahren oder Herausforderungen mit der Arbeit mit so einer KI sein können. Das, natürlich arbeitet jemand, der im Deutsch-LK in der 13. Klasse sitzt, anders mit der KI als jetzt ein Dritt- oder Viertklässler. Aber trotzdem ist es schon was Wichtiges, was einfach wirklich früh angesprochen werden muss. Ich sehe auch, dass sich zwei Personen mittlerweile melden. Ich weiß jetzt nicht genau, wer zuerst war. Ich gehe jetzt einfach die Liste so durch, wie es mir hier angezeigt wird. Tobias Rotsch hätte eine Frage dazu. Melde dich da gerne. Erstmal vielen Dank für den guten Impuls. Ich wollte eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung zielen wie die Frage davor zum Thema Co-Autorenschaft. Inwieweit hat bei euch das Thema Eigentümerschaft auch in der Reflexion mit den SchülerInnen überhaupt schon eine Rolle gespielt? Ich stelle mir das so vor, dass ja so ein Bewusstsein für den Wert eines Textes ein anderes ist, wenn man den Text selbst verfasst hat, als wenn man den jetzt in so einer Co-Autorenschaft mit KI zusammen erstellt hat. Und da sind ja die Grenzen irgendwie fließend. Ich merke das auch in meiner täglichen Arbeit, in der ich selbst mit KI-Schreibtools irgendwie arbeite. Ich versuche, das eben als Partner irgendwie zur Inspiration oder Lexikon irgendwie zu benutzen. Aber sobald ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt nicht selbst geschrieben, geht für mich selbst ja auch so ein bisschen der Wert oder die künstlerische Qualität an meinem eigenen Gedanken irgendwie verloren. Inwieweit spielt das bei eurem Projekt schon eine Rolle? Und vielleicht habt ihr auch noch generell ein paar Gedanken dazu, weil ich würde jetzt auf diese letzte Frage eben da auch mit drauf antworten, dass die Gefahr ja eigentlich nicht besteht, weil man diesen Wert des eigenen Textes ja erhalten möchte. Das ist uns tatsächlich auch aufgefallen. Also sowohl in der Grundschule als auch am Gymnasium, an dem ich letztens war und eine ähnliche Erhebung dann durchgeführt habe. Es wurde zwischendurch schon die KI genutzt wie ein Ghostwriter, um das einfach mal auszuprobieren. Aber es wurde dann immer wieder von verschiedensten Stellen, von verschiedensten SchülerInnen gesagt, aber es ist ja gar nicht mehr unser Text jetzt. So, wir haben uns jetzt mal am Gymnasium war es dann eine Inhaltsangabe, die geschrieben werden sollte von einem Kapitel. Und die haben dann gesagt, ja, aber das habe ich jetzt ja gar nicht selber geschrieben. Und auch wenn ich das jetzt mir einmal anzeigen lassen habe, wie eine Inhaltsangabe aussehen könnte, es ist ja irgendwie nicht meins. Also dem war es total wichtig, dann auch irgendwie ein eigenes Schreibprodukt zu haben, sich mal eine Übersetzung von was geben zu lassen oder eine Paraphrase von Satzteilen. Das fanden die gar nicht schlimm. Das würden die dann auch immer noch als ihr eigenes Schreibprodukt wahrnehmen. Aber den ganzen Text einfach ghostwriten zu lassen, das widerspricht irgendwie vielen, vielen SchülerInnen, was ich so wahrgenommen habe. Vielen Dank für die Frage. Ich habe gerade schon gesagt, dass zwei Personen sich gemeldet hatten. Die andere Meldung kommt von Silke Michelskis-Seifert. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, man hat ja gesagt, also Sie haben ja praktisch eine Untersuchung gemacht in der Grundschule und der Olaf Köller hat es zum Beispiel in seiner Expertise gesagt, dass man dieses Arbeiten und Schreiben mit ChatGPT erst eigentlich machen sollte nach der Grundschule, weil wenn man zu früh macht praktisch, dass es bestimmte Schreibkompetenzen dann behindert. Welche Erfahrungen haben Sie denn sammeln können? Also Sie haben natürlich hier schon aufgenommen, klar, Schreiben ohne KI, aber Sie haben ja auch bewusst gesagt, ich schreibe schon in der Grundschule praktisch mit KI entsprechend oder mit KI-Unterstützung. Oh, aber da sind dennoch gar nicht die gesamten Schreibkompetenzen so ausgeprägt, wie man sie vielleicht in der Oberstufe dann hat. Haben Sie da Erfahrung gesammelt, ob dann zum Beispiel so Schreibkompetenzerwerb denn blockiert wird? Wenn man jetzt nur noch mit KI schreibt, sicherlich, weil dann wäre ja Prompten wahrscheinlich noch eine Schreibkompetenz, die trainiert werden würde. Aber vieles würde dann doch auch ausgelagert werden. Aber ich glaube, keiner, der jetzt in unserem Bereich, also KI-gestütztem Schreiben arbeitet, ist der Überzeugung, dass jetzt nur noch mit KI geschrieben werden soll und ohne KI keine Texte mehr geschrieben werden sollen. Also gerade in der Grundschule ist es ja wichtig, die basalen Textfertigkeiten zu lernen. Und ich denke, da spricht keiner dagegen, dass es nicht weiter passieren sollte. Also es muss irgendwie beides geben. Das von uns war jetzt ein Projekt am Ende der Sommerferien in einer Stunde. Also es ist ja nur ein Bruchteil von dem Schreibunterricht, der dann so stattfindet. Und wir wollen nicht irgendwie der
analogen Schreibwissenschaft irgendwelche Sachen abtreten und jetzt behaupten, dass man nicht mehr schreiben können oder schreiben lernen muss. Im Gegenteil, also man muss immer noch schreiben können, auch wenn man mit KI schreibt. Es ist eben ein Schreiben mit KI und nicht Schreiben nur mit KI oder KI schreiben, sondern es ist immer mit KI irgendwie. Ich finde in dem Zusammenhang, Alissa, wenn ich kurz auch rein darf, passt das eigentlich ganz gut zur vorherigen Frage. Der Tobias hat da auch gefragt, was so unsere Gedanken dazu sind. Und ein Gedanke, den wir uns auch ganz häufig stellen und auch in vielen Diskussionen besprechen, ist im Grunde, was ist denn jetzt eigentlich noch Schreiben? Und für uns ist Schreiben das analoge Schreiben, aber was ist mit den Kindern, die jetzt in der Grundschule sind und schon sehr viel häufiger oder schon sehr viel mehr an digitales Schreiben gewöhnt sind? Ne? Also wie, und das, da zielte diese letzte Frage, die wir hier aufgeschrieben auch hin, müssen wir vielleicht uns so ein bisschen das Konzept des Schreibens auch anpassen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die Lebensrealität der SchülerInnen da auch in der Grundschule der schon begegnen. Alice hat hier gesagt, es ist nicht nur, ne, der ganze Schreibunterricht, sondern einfach ein Ausschnitt davon, denn was man ja schon erlebt, ist eine wahnsinnige Neugierde und eine große Motivation, ne? Also in der Grundschule es erstmal hinzukriegen, dass alle schreiben wollen und alle einen Text erstellen wollen und dann sogar da noch drüber reflektieren, ist das jetzt überhaupt mein eigener Text? Das ist, wäre für mich ein wahnsinnig tolle Deutschstunde einfach. Ja, herzlichen Dank für die Fragen, herzlichen Dank für eure Antworten. Es ist leider häufig so, dass die Zeit ungefähr vorbei ist, wenn wir gerade alle so richtig schön ins Sprechen kommen. Trotzdem nähern wir uns jetzt dem Ende dieses Lerndigital-Impulses. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden und ganz besonders bei Alissa Kurzner und Nicole Wahl für den tollen Impuls. Wir freuen uns natürlich über Feedback, über Input oder auch über Themenwünsche, Kontaktmöglichkeiten. Dazu findet ihr alles auf der Website des Kompetenzverbund Lernen Digital oder auch über die Website des Forum Bildung Digitalisierung. Zum Abschluss noch ein kleiner Veranstaltungshinweis von uns. Am 11. November geht es nämlich in diesem Format weiter. Dann haben wir den nächsten Lern-Digital-Impuls und da haben wir gerade schon zu übergeleitet, vielleicht ein bisschen unbewusst. Es geht ums Thema Feedback-Prompts in der Bildung. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige der heute Anwesenden das auch noch mal interessieren könnte. Wir freuen uns über Interesse und Anmeldungen. Den Link zu den Veranstaltungen posten wir im Chat. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank von uns.